Ihr Piraten da draußen, und damit heiße ich mir wieder herzlich willkommen zurück zu The Arena! Woo! Mit Jannis, lange ist es her, heute stürzen wir uns mal wieder in den Tumult zusammen mit euch, und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf und Nacken, und wir sehen uns gleich in der Runde wieder. Welcome to The Arena! Los geht's, Henry. Jo, hallo, auf geht's hier mit dem Anchor. Ich habe keine Arena mehr gespielt. Es gibt nur eine Insel. Mit dem Anchor in die Höhe. Wo ist die? Ist das Black Cells? Ja, ne? Ja. Nach Nord-Nordost. Okay, alles klar. Du lenkst? Mhm. Wenn es dich nicht stört. Du kannst doch gerne lenken, wenn du möchtest. Nee, kein Problem. Nee, wenn es dich nicht stört, Jannis. Moment, wir werden nur... Ach, du hast ja schon Brandbomben und Explosionsdinger geholt, nehme ich an. Ja, ich habe mir... Willst du was abhaben? Nee, kriegst du eine Donnerbombe? Nee, im unteren Fass waren auch. Okay. Ich habe mich nur gerade gewundert, dass nur in einem Fass welche waren. Ups. Ich glaube, wir fahren alle auf dieselbe Insel zu. Ja, es gibt halt auch nur auf der einen Insel Schätze, nicht? Mhm. Macht Sinn. Dass wir dann alle auf dieselbe zu fahren. Setzen wir uns dann hinter die? Ja, was sonst, ne? Ja, nicht. Ich muss vor allem erstmal meine Blunderbuss ausrüsten, sonst wäre ich hier also komplett. Ich hab Blunderbuss Pistol jetzt. Wobei Sniper. Also wollen wir direkt reinfahren? Nee, ne? Lass uns mal so ein bisschen abseits, oder? Weil dann wird nämlich noch das Eye of Reach einmal rausholen. Stimmt, wir spielen ja Arena, jetzt kann ich ja wieder Double Gun spielen. Double Gun. Ich würde sagen, wir setzen uns tatsächlich einfach mal hinter die und versuchen da einfach mal mit rein zu bumsen, aber ja. Wir bumsen. Aber auf Sicherheit sein Vater. Ja. Wen wollen wir uns denn schnappen? Weiß nicht, blau ist hier direkt vorne, Digga. Der steht an der Insel. Rot? Ja, aber rot wird ja schon angegriffen von blau. Wir müssen blau angreifen. Okay. Dann haben wir den Ketten auf, weil gelb fährt weg. Mhm. Dann würde ich jetzt Anker setzen. Ja. Oh, hast du noch Winkel? Ja, super. Ist geil. Ich geh rüber. Mach das. Ich werd angesniped. Einer oben beim Anker. Zumindest gerade eben. Wo sind denn die hier alle? Einer oben. Hab einen. Hab. Oh, ich glaube, ich hätte ihn gekriegt, aber ich hab ihn nicht gekriegt. Einer unten. In der Mittelebene quasi. Hab ich das Spiel lange nicht mehr gespielt. Ich hab kein Essen wieder dabei. Gar nicht gut. Hä? Schlecht. Da war noch einer. Den hab ich nicht gesehen. Da waren gerade drei Leute auf dem Schiff. Kettenkugel auf dem Mast? Ich habe keine Kettenkugeln. Okay, ich habe welche, oder? Dann setz mal. Hä? Wie krieg ich die denn? Krieg ich die? Ah, da. Kettenschuss. Das war geiler Mast. Ja, der hat scheinbar nicht gesessen, nicht? Aha, jetzt. Schön! Mast ja, ist down. Ich geh wieder das rüber. Schiff auch? Nee, ne? Nee. Der ist noch hier am Reparieren, deswegen gehe ich. Einer ist rund, ich habe einen runtergeschossen von denen. Ja, ich muss gucken, ob hier noch einer ist. Ja, hier ist noch einer. Einer wieder oben. Habe ich. Nee, den oben habe ich jetzt, den habe ich. Ist unter. Gut. Gelb ist rechts von uns. Ja, ich höre auch was im Wasser. Hab einen. Gelb kommt jetzt. Warte, wir waren grün, ne? Ja, grün. Alles easy. Kommt ans richtige Schiff. Ich mache Anker hoch. Da steht auch schon einer auf der Spitze. Ja, ich versuche ein bisschen an die Insel ran oder so. Ich habe Rot on fire gesetzt. Ja, ich muss gerade erstmal jetzt hier das Boot ein bisschen manövrieren. Ich bin im Wasser getötet worden. Aber vielleicht gar nicht so ein schlauer Move, weil jetzt bin ich hier alleine neben Rot, Digga. Und jetzt kommt Rot hier ran. Das war richtig doof eigentlich. Das war vielleicht nicht so klug. Aber ich bin ja schon fast wieder am Respawn, irgendwie. Also alles easy. Ich muss sagen, ich habe gerade gar keinen Bock, irgendwie diese Kisten auszugraben, sondern will nur PvP. So, ich hab jetzt gleich Alter, wieder Black Sack gerade. Black Screen ist da. Das heißt, ich spawn sofort wieder. Anker geht bei uns. Oh lol, Rot ist ja direkt hier. Ja, ja, deswegen sage ich doch, war nicht so schlaue Idee. Oh, jetzt kommt Gelb noch dazu in den Bums hier. Da stehen wir dann aber jetzt ungünstig. Kann man so sagen, ja. Oh fuck, wir sind fast unter. Ja, das war's, RIP. Dann geben sich Gelb und Rot jetzt nochmal. Okay, bin da. Ich zieh einen Anker hoch schon mal. Wir müssen da direkt rein in die Action.
Jawohl. Gib mir. Aber das Schöne ist, genau, wir haben jetzt wieder extra Zeug. Schwert und Pistol. Siehst du, Rot ist jetzt down. So, und dann ist jetzt nur noch Gelb da, oder was? Hm. Oh, hä? Nee, da sind schon wieder alle. Ja, da sind jetzt alle. Yo, Ehre. Da wird niemals jemand in Ruhe eine Dings ausgraben können. Ja, blau, blau, blau. Ja, blau wegmachen. Blau steht da auch so schön. Die kriegen wir richtig gut weg. Ich mach mich schon mal am Segel bereit. Setzt du dich uns vor die? Ja. Segel ist oben. Jetzt kannst du schießen. Ah, ich dachte, uns setzt uns vor die und nicht neben die. Oben beim Anker ja. Einer. Die fahren. Setz sie mal wieder nächster. Vor Anker. Ich bin tot, aber ich habe Anker gesetzt. Ah, Mann, ich war so langsam, meine Reaktionszeit, ey. Also ich habe mich jetzt zur Insel gestellt, weil hier blau weiter am Ausgraben ist. Das heißt, die Schätze sind noch da. Ja, ich sehe den Spieler auch. Der Spieler ist einfach weiter am Ausgraben da drüben. Geh du mal rüber auf die Insel. Ja. Achtung, Lila ist neben uns. Ja, ich kümmere mich in der Zeit um unser Boot. Kriegst du den? Ist gerade sehr intens, Digga. Ich treff nix. Hab ihn. Pass auf, ich komm zur Insel, schnapp dir ein, zwei Kisten. Wo sind denn die hier? Ah, die sind noch gar nicht ausgegraben. Nur angegraben. Fix. Ja. So ein Wichser. Da ist noch einer! Jannis, da ist noch jemand! Jannis! Wo? An der Insel! Ich muss uns ankern. Ja, was? Mann! Sofortball mit Schüssen auf die Insel. Ja, da ist der jetzt lila neben uns. Okay. Ich muss das Boot reparieren. Zwei Rote an der Insel. Wo kommen die denn jetzt her? Von der anderen Seite der Insel. Alter, nein, der Rot! Ach, der ist hier unten. Jetzt ist er im Schiff, Mann. Ja, ich spawn gleich wieder. Verpiss dich! Ja, Schiff ist unter. Schiff ist unter. Und das? Ja. Das ist aber nicht so gut. Hey, ich bin noch da. Ja, dann mach. Ich bin tot. Sauber. Nee, ich bin tot. Ja, hab ich doch gesagt, sauber. Wir haben unser Bestes gegeben, nicht? Ja. Ich wurde direkt gewonshottet. Da merkt man mal wieder, wie man unterschiedlich auf einen Tod reagieren kann. Ich repariere. Ja, ich muss hier gerade Leute abwehren. Nice, Henry. Alter, warum... Wie die jetzt alle hier auf uns gehen? Ja, keine Ahnung. Wir haben nicht mal die Sachen, Alter. Und Blausch mit ihren Punkten fürs Angraben schaukelt sich schön die Eier, oder was? Ja, ja. Die schießen gerade im Vorbeifahren. So. Oh, also schaukeln Eier. Ja. Da hat schon einer rübergeschossen. Gerade komplett verwirrt beim Waffen auswählen. Henry, wir brauchen theoretisch nur eine Kiste. Ja, aber hier ist nichts mehr am Ufer. Das hat alles safe rot. Ne, hier ist nichts mehr was. Das hat alles rot, Digga. Ich wurde gewonshottet mit einem Kanonenball. Von wem? Also ich bin tot. Von Blau. Die stehen direkt vor uns. Vor allem, wie die sich auch nicht um Rot kümmern. Weißt du, Rot steht da und Schild da und hat da das Zeug und wir haben nicht mal irgendwas und die kommt zu uns. Hm. Jo, keine Ahnung. Ich spawn jetzt auch sofort wieder. Dann kann ich mit supporten. Das wäre gut. Rot ist jetzt auch bei uns und schießt mit. Ich wurde runtergeboostet. Oh, hier ist Blau. Nice, hab ihn. Ja, wir laufen voll. Ja, ich bin da. Wir müssen hier raus, Digga. Bringt nichts. Ja, dann setz mal Segel. Bist du das? Ich bin tot. Nein, das sehe ich nicht. Mann, schon wieder One-Shot. Nee, wir sind unter. Na? Doch, sind Spons? Unter. Nein, Spons? Hinten ist schon voll. Nee, hinten ist noch gar nicht voll.
Du schaffst das. Doch, jetzt. Noch. Nein. Ja, jetzt. Nein, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Nein, ist vorbei, ist unter. Jetzt ist vorbei. Ich bin noch nicht respawned. Echt? Ja. So, das heißt, nochmal hin, hä? Alter Junge, und die springen alle bei uns. Guck mal, jetzt Rot. Rot hat die ganze Zeit, die haben keine Probleme gehabt. Niemand geht bei denen rauf, aber alle gehen bei uns rauf, obwohl wir nichts haben. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Warte mal. Ey, es ist halt immer noch eine Kiste bei dieser verfickten Kackinsel. Die ist rechts, die Insel. Der Henry! Sag mal, na, hör mal! Ich hab doch gesagt 180 Grad, wenn du... Jetzt kommt Lila noch. Ist alles gut. An der Insel ist noch eine Kiste, Henry. Da ist kein anderer im Moment. Ich zieh Segel hoch. Muss uns kurz wieder von der Insel manövrieren. Die war vielleicht noch ein bisschen stark. Hab die Kiste. So, hab dich. Gut, dann lass uns gucken, dass wir vielleicht irgendwo noch eine Insel kriegen. Wir müssen jetzt sofort verkaufen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Okay, dann farmt Nordwesten ungefähr. Ja, Nordwesten sind gerade alle. Nee, aber nicht da, Nordwesten. Ah, den anderen Nordwesten. Eher Westen. Wir fahren eher, also wirklich Nordwesten. Könnten wir auch noch kurz vielleicht beim Marauders Arch halten, noch eine ausgraben. Okay. Weil mit einer holen wir das. Wenn wir nicht verfolgt werden, bin ich dabei, ja. Gut. Nein. Guck mal, wir lassen die jetzt einfach sich da alle gegenseitig auf die Fresse boxen. Ja, wir fahren da einfach dran vorbei. Wir interessieren uns gar nicht dafür. Wir haben aber mega Gegenwind. Das ist schlecht. Das, Oh, blau ist sogar noch gesunken. Ehre. Möchtest du noch rübergehen, ein bisschen mithelfen? Ja, kann ich machen. Dann, weil aktuell kannst du eh nicht so viel tun. Dann schieße ich dich... Okay, ich wollte gerade zu Rot schießen, aber... Jetzt habe ich ja mein Schwert dabei. Ich gehe gleich raus, ja? Mhm. Und heb die. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier direkt vorne? Hier direkt vorne, der Strand. Okay. Ungefähr hier müsste sein. Jawohl. Oh, haben sogar noch drei abgegeben, Alter. Okay, hab sie. Komm her. Also mal. Ja, nice. Okay, und jetzt verkaufen. Ja. Setz Segel. Ja. Und wir haben auch noch guten Wind dahin. Ach, mein Jo, ich will die Kiste aufheben und nicht. So, nice. Second place zumindest schon mal. Ich habe es übrigens nicht direkt wieder zurück aufs Schiff geschafft. So, wo ist Rot? Ich sehe Rot nicht. Wir hätten uns noch in Marauders Arch eine weitere Kiste holen sollen, Alter. Ja, jetzt will da Blau hin. Ja, sollen wir uns noch eine holen, oder was? Ja, ja. Ey, lass einfach Blau abfacken. Weil, also noch eine holen schaffen wir in der Zeit, glaube ich, nicht. Wobei, doch! Weiter links. Könnten wir sogar schaffen. Wo haben wir denn noch Kisten? Am Strand da oben. Ja, wobei, die eine Kiste bringt uns auch nichts. Nö. Aber hier ist auch kein Gegner in der Nähe, den wir jetzt irgendwie nerven könnten. Dann können wir uns auch noch eine Kiste holen. Wir fahren jetzt zum nördlichen Strand. Ich hole mir die Kiste ganz links. Jetzt gleich sofort. Ich schieße mich raus. Mhm. Zumindest nochmal Punkte fürs Angraben. So, wenn wir die jetzt noch verkauft kriegen, wäre natürlich Premium, wobei ich das jetzt gar nicht unbedingt drauf setzen würde. Ich glaube auch nicht, dass das noch was wird. Jetzt meldet sich mein Google Assistant. Ich habe gar nicht okay gesagt. Okay, Google. Hey, pst. Okay, das wird nichts mehr, aber wir haben die Kiste noch ausgegraben. Naja. Ich muss sagen, zwischendurch gedacht hätte ich nicht, dass wir noch Zweiter werden. Aber war auf jeden Fall krass. Ja, es war halt irgendwie so ein richtig fetter Clash von allen möglichen, weißt du? Alle auf alle. Und wir haben nicht besonders gut performt in dem. Wir müssen ja auch erstmal wieder reinkommen, ist ja auch lange her, weißt du. Wir haben gestern Call of Duty gespielt, da ist natürlich auch wieder der Off-Switch und On-Switch. Ja, ne? Da funktioniert das alles ein bisschen. Ja, klar, natürlich. Da ist ein bisschen mehr. Hätte ich hier eine automatische Waffe gehabt. Ja, ich hätte die rasiert, Digga, kein Problem. Ja, dann würde ich sagen, genau, danke fürs Zuschauen, Leute. Ihr bewertet den Part, wenn er euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf dem Weltman, wenn der Wind wieder richtig steht. Bis dahin, ahoi!